Hallo, wir lesen ausgewählte Auszüge aus für das Thema Dankbarkeit. Ihr könnt das Studienmaterial finden in dem Tab für Avut-System und ihr könnt auch Fragen senden. Die werden live gestellt während der Lektion. Das Thema der Dankbarkeit ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist im Wesentlichen von ihm an, wir unsere ganze Ausrichtung, unsere ganze Kalibrierung, all diese Unterscheidungen beginnen müssen, indem wir uns auf den Schöpfer ausrichten möchten, um mit ihm in Kontakt und sogar zur Anhaftung, Verschmelzung zu gelangen. Das heißt, Dankbarkeit ist das, was wir tun, von uns aus tun müssen, von unserem Willen zu empfangen, aus dem Gedanken, aus unserer Absicht heraus, in Bezug zu dieser höheren Kraft, welche unsere Quelle ist. Denn ohne die Einstellung zu ihm irgendwie als gut und Gutes tun, so ist die Einstellung, ohne diese Einstellung wären wir nicht auf ihn ausgerichtet. Wir wenden uns auf verschiedene Eigenschaften, verschiedene Orte, aber nicht an den Schöpfer. Sonst gäbe es noch etwas anderes, dass wir versäumen, mit ihm in Berührung zu treten. Wir verpassen ihn. Deshalb Kontakt zum Schöpfer aufbauen bedeutet, dass es nur dann möglich ist, wenn wir uns auf genaueste Weise, das Gefühl der Dankbarkeit ihm gegenüber schaffen. Also er hat das Klee geschaffen, er hat die zerbrochen, er hat uns auf richtige Weise gestaltet. Er hat uns das richtige Chisaron zur Korrektur des Klees geschaffen, die Verbindung zu ihm und aus dem heraus gelangen wir zur Dankbarkeit. Und deshalb, indem wir ständig diese Dankbarkeit vergrößern, indem der Schöpfer sich um uns sorgt und auf solche Weise organisiert hat und uns in jedem Augenblick wachrüttelt, ohne dem können wir uns nicht einander annähern und ausgerichtet sein, sprich in Kontakt zu sein. Das heißt, Dankbarkeit ist die Empfindung im Menschen, welche auf seine Weise, seine Herangehensweise zur Welt, zu allem, was ihm passiert, zu dem, der ihn lenkt und steuert, mit dem befindet er sich in Verbindung. Der Mensch versteht und fühlt und es ist ihm bewusst, dass er im direkten Kontakt zum Schöpfer befindet, obwohl er es nicht fühlt, aber er sucht diesen Kontakt, diese Richtung aus eigenen Kräften von oben nach unten in Bezug zum Schöpfer. Wir müssen wieder uns hier vorstellen, dass wir uns im System von Damore schon befinden. Dass wir gemeinsam mit dem Schöpfer sind, weil er diesen Zerbruch geschaffen hat, um mit Absicht, um uns richtigen Absichten, Aussichten zu geben, in Verbindung. Wenn wir anfangen, feinfühliger sein zu unserer Verbindung mit dem Schöpfer, und dann werden wir in der Lage sein, auf solche Weise diese Verbindung auf richtige Weise aufzubauen, dass wir 620 Mal mehr als das, was möglich ist, als das, was wir jetzt besitzen. Und deshalb sollen wir zu einem Zustand gelangen, in Verbindung mit allen Geschöpfen zu stehen, in Bezug zum System Adam Arishons, und über sie gelange ich zum Kontakt mit dem Schöpfer, das heißt, indem ich mich mit den Geschöpfen verbinde, verfüge ich über ein Instrument, ein Kli, mit dem ich an den Schöpfer angehaftet sein kann. Und deshalb
steht auch uns geschrieben, dass von der Liebe zu den Geschöpfen, zur Schöpferliebe. Nur auf solche Weise gelangen wir dazu, dass es eine Vorbedingung ist, dass ihr so handelt, dann werde ich euch quasi, dann werde ich euch so handeln. Nein, sondern wenn ihr euch mit der Liebe, Nächstenliebe beschäftigt, werdet ihr Bedingungen schaffen, in denen ihr in der Lage sein werdet, in der Freundesliebe, in der Nächstenliebe, werdet ihr anfangen, mich zu enthüllen, werdet mir Kontakt stehen und werdet zu einem korrigierten Zustand gelangen bis zum Ende der Korrektur, zum Schöpfungsziel. Schöpfung ist etwas Herabgestuftes von der Vollkommenheit des Schöpfers, und zum Schöpfungsziel zu gelangen, das geht einzig und allein zu Vollkommenheit zu gelangen. Über die Verbindung mit allen Schöpfungssystemen. Deshalb ist die Dankbarkeit dafür, der bereits erfahren wenn wir lesen in dem Artikel Ara Wut, welcher der Chef uns in einen gewissen Zustand führt und sagt, nimm dir das Schicksal auf das gute Schicksal liegt, auf die Verbindung, auf die Gruppe, an ihr festzuhalten. Wir sehen, wie sehr der Schöpfer bereits uns den Weg auf solche Weise geordnet hat, und es liegt an uns bereits, unsere Anstrengungen darin zu investieren. Deshalb, indem dass wir uns in Szenen befinden, niemand dachte, das in Bezug zur Spiritualität so auf sich zu organisieren. In Bezug zur Spiritualität ist jeder Einzelne, und Einzelne fühlt sich jeder Einzelne als alleine, als fühlt sich einsam. Ich brauche niemanden anderen, ich brauche nur mich selbst, alleinig. Aber welche mich zu einem mir zeigen die ganzen Quellen, dass die Welt der Kabbala, wie ich mit allen verbunden sein muss, dass gerade dann müssen wir verstehen, dass der Schöpfer seine Hand auf das gute Schicksal legt und der Zweck sagt, wenn du dich mit ihnen verbindest, wirst du eine Art Messgerät haben, ein Instrument, wo du die Verbindung zu mir enthüllst. Sprich, der Zehner ist das System, welches der Schöpfer geschaffen hat und dann zerbrochen hat, dass ich mit dir aus dem Zerbruch heraus diese Dinge wieder aufbauen. Und gemäß dem werden wir den Schöpfer enthüllen, welche in uns weilt. Wenn man das anerkennt, wenn man das versteht, wenn man das Gefühl der Dankbarkeit hier entwickelt an den Schöpfer, welcher diese Dinge geschaffen hat, so können wir darin uns richtig auf den Schöpfer, auf den Herrn ausrichten. Deshalb ist die richtige Einstellung, die warmherzige, gute, herzliche Einstellung zwischen den Freunden und über die Freunde zum Schöpfer. Das sagt darüber aus, dass wir uns auf richtige Weise unser Glück vorbereiten. Und nicht, dass wir die Verbindung zwischen uns als etwas Fremdartiges und nichts mit der Korrektur zu tun haben, organisieren müssen. Nein, gerade das gehört zur Korrektur, zur Verbindung aller zerbrochenen Teile, einzig und allein mittels der Korrektur der Kelim, in denen wir diesen Unterschied, den Zerbruch zwischen ihnen fühlen, auch die Verbindung über diesen Zerbrüchen. Somit aus dem heraus fangen wir an, all die schöpferischen Eigenschaften zu entdecken. Das ist wirklich der Vorzug
Das Licht, welches über die, aus der Finsternis aufsteigt. Und somit steigen wir auf von Finsternis in das Licht, von Licht in die Finsternis und enthüllen damit die Differenzen zwischen uns, also auch die Verbindungen zwischen uns. Und aus dem heraus gelangt zu uns im Wesentlichen der Erkenntnis des Schöpfers. Wie sehr sich diese Wochenteile, welche sich als anhand ihres Zerbruchs als unterschiedlicher entpuppen und sogar Hass zwischen den Teilen entsteht und dann darüber hinaus Verbindung zwischen den Teilen mittels unserer Anstrengungen über dem Hass und über diese Abstoßungen, solange wir auf solche Weise zu einem Zustand der richtigen und der genügenden unterscheidenden Aspekte, um den Schöpfer im Großen und Ganzen zu enthüllen. Wenn die Aspekte zu deren richtigen Vollvollständigung kommen, so fühlen wir an jedem Tag verschiedene Aspekte. Von daher zu fühlen, wie sie sich mehr und mehr verbinden, und das zu einem bestimmten Gesamtbild, welche im Endeffekt uns das die Empfindung der höheren Kraft geben. Aus dem heraus, was uns passiert, aus dem Zerbruch heraus, aus den Anstrengungen der Verbindung über den Zerbruch. Das sind Dinge, die vor uns stehen, welche wir tagtäglich fühlen müssen und fühlen müssen, wie wir uns diesen annähern und wieder entfernen und wieder annähern und wieder entfernen. Und jedes Mal enthüllen wir das Licht, welches aus der Finsternis emporsteigt. Und wieder Finsternis und wieder Licht. Verständnis, das Gefühl, welches wir entwickeln, Verbindung und so weiter. Das ist im Wesentlichen unsere Arbeit. Deshalb ist die Dankbarkeit dafür, dass jeder Zustand zu uns kommt, uns mit Sicherheit vom Schöpfer kommt und dass dessen Verhüllung uns dabei hilft, Kräfte in die Verbindung zu investieren. Das sollte im Prinzip die erste Dankbarkeit sein. Und danach noch mehr und noch mehr über jedes Detail und Detail, welches wir in den Beziehungen zwischen uns, zwischen den Freunden entdecken und dann zwischen uns und dem Schöpfer. Für diese Sache müssen wir Dank aussprechen. Unserer Dank, also bereits im Vorhinein Dankbarkeit ausschütten, sodass er bereits im Vorhinein gemacht hat, dass er die Verbindung zwischen uns zerbrochen hat, welche heißt Zara Shrina, das Leid der Shechina, dass er sich mit Absicht, er hat alle Absicht zerbrochen, um auf zerbrochene Weise unter den Geschöpfen zu existieren und ihnen dabei zu helfen, diesen Zerbruch zu erfassen. Und anhand dessen die Verbindung zwischen ihnen, und er befindet sich dazwischen. Er selbst befindet sich auf zerbrochene Weise zwischen uns und der Schöpfer selbst. Er erwartet, dass wir ihm wieder aus dem Zerbruch heraus auferstehen lassen. Feld, welches der Schöpfer gesegnet hat, obwohl es ein Streitfeld ist, und dann mehr und mehr und mehr, dass wir erlangen, dass die Bedingungen sind für unsere Arbeit in der Verbindung und aus dem heraus, wie sehr wir in Dankbarkeit über den Zustand sind, welcher uns bereits im Vorhinein gestattet hat, werden wir uns weiterentwickeln und werden die Tiefe, die Kraft der Schöpfung, für die Schöpfung existiert, entdecken. Deshalb ist die Sache der Dankbarkeit hier eine sehr große, erhabene Sache. Wir werden jetzt einige Zitate diesbezüglich lesen und hoffen, dass für uns klarer sein wird, wie sehr wir in jedem Augenblick der Mensch zum Zustand gelangen muss, indem diese Zustände bewusst sind. Natürlich kommen alle vom Schöpfer. Bitte sehr. Also wir werden die ausgewählten Auszüge lesen über Dankbarkeit. Das ist das erste. Baal HaSolam, Brief Nummer 55.
Das Ausmaß der Worte, und du sollst den ewigen dein Gott lieben, hängt ganz vom Einzelnen ab. Davon, dass er sich bemüht, so gut wie er kann, auf jene immerwährende Ebene zu kommen, auf der stets die Fülle der Heiligkeit, der Kraft und jeder Wonne in unendlicher Freude empfängt. Dann ist ihm die Liebe von selbst garantiert, wie sie in den Naturgesetzen angeordnet ist. Und zwar so, dass das Maß der Liebe und ihr Gebot gleichbedeutend sind mit unserer Qualifikation, von ihm unendliches Vergnügen zu empfangen. Vergnügen über Vergnügen, wie es mit Kedusha der Fall ist, es nimmt zu. Das liegt sicherlich in unserer Hand, was die Korrektur des Glaubens bedeutet. Damit wird das Licht seiner Liebe sicherlich von selbst kommen, denn die Empfindung, das Vergnügen zu empfangen, ist selbst der Ausdruck von Liebe und Segen für den Geber. Ausdruck Nummer 2, das ist Baal HaSulam, Shamati Nummer 26. Wir können nicht einschätzen, wie wichtig es ist, manchmal die Mitzvot des Schöpfers zu befolgen, auch ohne jegliche Absicht. In diesem Zustand empfindet man ein Hochgefühl und Freude im Herzen. Das Lob und die Dankbarkeit, die man dafür ausspricht, erweitern die Gefühle, und man ist von jedem einzelnen Punkt der heiligen Arbeit begeistert. Er weiß, wessen Diener er ist, und er hebt sich dadurch immer höher. Das ist die Bedeutung dessen, was geschrieben steht: Ich danke dir für die Gnade, die du mit mir gemacht hast. Also für das Vergangene. Und dadurch kann man getrost sagen, und er sagt es auch, und das, was du mit mir zu tun bestimmt hast. Das ist ja wahrscheinlich nicht einfach, denn der Mensch ist im Vorhinein bereits in seinem Ego eingetaucht und hat verschiedene Anklagen in Bezug zur Welt, in Bezug zu allen um ihn herum. Denn er bekommt nicht das, was er möchte. Das heißt, wenn das, erhält nicht das, was er verdient. So scheint es ihm. Wenn er in der Welt existiert und mit leeren Gefäßen sieht, warum muss auf so eine Weise existieren? So hat er seitens seines Egos eine Anklage, Forderungen, die er stellt. Und hier müssen wir verstehen, dass es gerade das Gegenteil der Fall ist, dass all diese leeren Kelim, welche wir fühlen, vor der Fülle, vor dem Erhalt der Fülle stehen, aber sobald ihr Mangel groß genug ist, und der große Mangel liegt nicht darin, dass der Mangel immer größer wird, sondern dass mehr die Verbindung mit den Gebenden wächst, mit dem Schöpfer, und die Verbindung mit dem Schöpfer können wir einzig und allein mit dem Gefühl der Dankbarkeit richtig zum Ausdruck bringen, indem unser Verstand, unser Gefühl, unser Verständnis ausdrücken wollen, gerade die schweren Zustände sich offenbaren, dafür da sind, damit wir mit ihnen zur Quelle der Fühle kommen, und dann das geht nur mittels der Dankbarkeit. Das ist alles, was der Schöpfer in uns geschaffen hat. Es ist deshalb geschaffen hat, damit wir dazu gelangen werden können und leisten werden, die Fülle zu erhalten. Deshalb uns auf richtige Weise zum Schöpfer zu positionieren, ist im Wesentlichen das ganze Problem des Geschöpfs. Das Einzige muss, dass es besitzt, vor der Korrektur steht, und es nicht hier zu erwarten gibt, dass die Fülle an sich selbst kommen wird, sondern nur von dem Maß, wo der Mensch versteht, woher die Fülle kommen muss und warum der Schöpfer auf seine Weise die Dinge geschaffen hat und wie er sich dazu beziehen soll. Wenn er sich auf richtige Weise positioniert, gelangt er zu einer Dankbarkeit, welche der Schöpfer geschaffen hat. Und dann denkt er bereits nicht mehr an die Fülle, welche er für seine Kelim bekommen hat, sondern er fühlt bereits eine Fülle,
für die Anhaftung an den Schöpfer ist er bereit, die Fülle auf solche Weise zu erlangen, und auf keine andere Weise. Das ist bereits die richtige Form der Korrektur, in der ich nicht, dich nicht bitte, mich zu erfüllen, sondern ich bitte dich, einzig und allein dich in einem Zustand aufzuhalten, in dem ich dich erfreuen kann, genauso wie du in mir diese Kelim geschaffen hast, damit ich in ihnen auch zu echter Freude gelangen kann. Deshalb, wenn wir zwischen uns zu einem Zustand gelangen, in dem wir in der Lage sind, dem Schöpfer dafür zu danken, was passiert ist und für das, was er in uns entwickelt hat, so sind wir froh über jene Mängel, welche sich offenbaren. So wie Baratlam schreibt, froh bin ich über jene Sünder, über jene Sünden, die sich offenbaren. Und dann fühle ich dank ihnen keine Entfernung vom Schöpfer, sondern gerade im Gegenteil Annäherung zum Schöpfer mit den verschiedenen ich fühle, dass ich immer näher zum Schöpfer bin. Denn im Großen und Ganzen gibt es keinen näheren Zustand der Korrektur aus der Empfindung der Finsternis. Und das Gefühl der das Gefühl, das habe ich jetzt nicht gehört. Gut, lasst uns auf einige Fragen antworten. Womit werden wir anfangen? Womit, mit wem? Spanien 2. Buenos días, Rab. Guten Tag, Raff, guten Freund. Guten Tag zu vorne. Welche Handlung können getan werden, um unsere Dankbarkeit allzeit zu steigern? Und zur Wichtigkeit erheben, zur Wichtigkeit des Zieles, uns aus unserem Zustand hinausbegeben, wenn wir uns richtig entwickeln und wir befinden ständig in Verbindung mit der höheren Kraft, dass es niemanden außer ihm gibt und der es gut und Gutes tut. Und deshalb ist das, was er uns antut, sind alles nur Korrekturen, und deshalb befinden wir uns in diesen Korrekturen in einer ständigen Dankbarkeit. Und wenn ich manchmal von der Empfindung Dankbarkeit abfalle, ist ein Zeichen dafür, dass ich die Verbindung zum Schöpfer verloren habe. Deshalb muss ich mich ständig so fühlen, ich muss mich fühlen, USA Northwest. Klar. Hello, Hav. Hello, Worldly. Hallo, Raf. Hallo, Weltkli. Raf, Sie haben das vielleicht schon berührt in den letzten, wie auch immer. Wie erkennen wir den Schöpfer und bestimmen den Ort, den wir für ihn vorbereiten, in jedem Zustand, durch den wir durchgehen? רק דרך הקבוצה, אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות כאן. Nur durch die Gruppe. Was sonst kannst du tun? Wir können niemals Handlungen durchführen direkt zum Schöpfer. Wir entdecken ihn nicht, wahrlich nicht, sondern nur durch seinen Zustand im Zehner, in seiner Gruppe, so wie wir Elektrizität nicht selber entdecken, sondern durch Phänomene. Andererseits können wir nicht entdecken. Licht entdecken wir nicht.
Wir durch Photonen, durch Wellen. So ist es mit dem Schöpfer auch. Diese Kraft ist verborgen, eine verborgene Kraft, die höchste Kraft. Sie hat keine körperliche Form, sondern wird enthüllt durch alle möglichen Phänomene, wo wir entdecken können, dass dies ist die Handlung des Oberen. Dear Rav, thank you. Our friend is asking, could we express our Kätzle, unser Freund fragt, können wir unsere Dankbarkeit an den Schöpfer richten, die wir uns beim Morgenunterricht beteiligen? Wie können wir unsere Dank ausdrücken? Es hängt alles von deinen Absichten ab. Wenn ihr zusammenkommt in der Lektion und vor der Lektion, ihr sprecht ein wenig zwischen euch, so dass ihr eine geteilte Intention habt, dass ihr verbunden sein wollt mit der Lektion. Und es ist alles verbindend zwischen uns und dem Schöpfer. Und so das gesamte Weltkli, das sind tausende Leute, die in der Morgenlektion sind. Wir sollten deshalb glücklich sein, dass wir so viel Unterstützung haben. Und innerhalb dieser Unterstützung können wir auch uns selbst verbinden. Meinen individuellen Zehner mit allen Zehnern, aber besonders in meinem kleinen Zehner. Und dann hoffe ich, dass der Schöpfer schenken wird durch den alle Zehner, durch die ganze große Gruppe, auch mit meinem persönlichen Zehner, um mir helfen wird, verbunden zu sein mit ihm, sodass er enthüllt werden kann zwischen uns und gibt uns die Kraft zu geben. Und durch diese Kraft des Gebens werden wir in der Lage sein, zu handeln. In dem gesamten Weltkli und alle erwecken zum Schöpfer. Das ist, wie ich meine Beziehung zum Schöpfer herstelle, Regel aufstelle. Wir haben alle Möglichkeiten dafür. Das ist das einzige Ergebnis, das einzige Resultat, das erwünschte aus unseren Lektionen. In den Zehnern, jeder Zehner enthält von den anderen Zehnern den Einfluss des Schöpfers und er gibt an den Schöpfer. Deswegen sollten wir in Dankbarkeit sein, wie sehr der Schöpfer dieses Gefäß hergestellt hat. Und er gibt uns die Gelegenheit, diese Beziehung herzustellen, zu gründen. Und dabei verstehen wir das gesamte System und so erreichen wir das Niveau des Schöpfers selbst. Italien 3 war das, glaube ich. Ja. La gratitudine la troviamo ad ogni livello di preparazione che noi facciamo oppure c'è un gradino che si... Ich habe viele Fragen zum Thema, aber ich möchte auf eine Sache fokussieren. Die Dankbarkeit finden wir auf jeder Stufe oder gibt es eine Stufe der Dankbarkeit, die nahe der endgültigen Korrektur ist, der finalen Korrektur, der Endkorrektur? Wegen dem Schöpfer, der hat hergestellt, worin ich mich befinde, als notwendigen Zustand für die Anheftung an ihn, mit der ganzen Schöpfung so. Das ist, die Tatsache, warum, wenn ich aufstehe, wache ich auf, ich erinnere mich, ich sollte mich herrichten in der Beziehung zum Schöpfer. Und wenn ich durch die anderen Zustände dann so werde ich dann durch die anderen Zustände auch korrekt durchgehen. Italien 4.
Raff, guten Morgen. Alle diese Zustände von Hass und Zerbruch, die in dem Zehner passieren, wird das erweckt von oben? Und das muss zu einem Zustand der Dankbarkeit und der Freude gebracht werden. Raff, ja, alle Zustände, durch die wir gehen, müssen wir durch diese notwendig, diese Zustände. Wir sollten nur unsere Einstellungen bestimmen, dass sie diese Zustände von der höheren Kraft kommen. Und was nur von uns abhängt, ist, wie wir sie akzeptieren. Und wenn wir Dankbarkeit erlangen für jeden einzelnen Zustand, dann bedeutet das, dass wir bereits unseren korrekten Zustand etabliert haben. Kiew 1. Baal HaSolam schreibt hier, dass in der Ausdehnung der Gefäße der Mensch große Dankbarkeit erlangt. Raff antwortet, du verstehst seine Arbeit. Dadurch, dass du beeindruckt bist, durch jeden einzelnen Zustand, jeden Moment, jeden Punkt in der spirituellen Arbeit, von der Verhüllung, von der Enthüllung, alles was passiert, versuche dich zu etablieren auf diese Art und Weise, welche emotionalen und intellektuellen Phänomene enthüllt werden in dir, wo du immer mehr und mehr verstehst, warum der Schöpfer das Gefäß zerbrochen hat. Und durch dich nun arrangiert er dieses Kli nun auf angemessene Art und Weise. Wir sagen, wir müssen die Einstellung zu ihm enthüllen. Raff antwortet, in dem Ausmaß, wie wir die Dankbarkeit ihm gegenüber enthüllen, das bestimmt, wie wir unsere Stadien des Fortschritts angemessen erhalten. Es heißt nicht, es spielt keine Rolle, was wird passieren, es kommt vom Schöpfer. Es heißt nicht, ich interferiere nicht mit meinem Ego. Das beinhaltet, mein Ego ist unter Restriktion, meine Augen sind geschlossen, ich gehe vorwärts. Auf diese Weise bin ich angehaftet an den Schöpfer und mehr und mehr. Also Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl, das Gefühl der Dankbarkeit, es ist die korrekte Leitung hin zur Korrektur der Schöpfung. Frage, ich muss in Adhäsion sein, Anhaftung mit dem Schöpfer? Was? Nein, du musst dich kraftvoll, gewalttätig dafür arrangieren, dass du dann fühlst du aus deinem Zustand heraus, wie sehr du Stück für Stück in der spirituellen Welt bist. So, what's the difference between New York 3. Also was ist der Unterschied zwischen Fokussieren auf eine Sache, für die man dankbar sein kann, annehmen kann, und der Dankbarkeit, über die darauf spricht. Also, dass man wertschätzt und das, wofür man Dankbarkeit hat. Was antwortet? Ich bewerte alles, was mir passiert, dass es von dem einen kommt, dass es nichts außer ihm gibt. Ich richte mich so aus auf den Schöpfer, so viel wie möglich. Und wie ich mich ausrichten kann auf den Schöpfer, selbst jetzt und auch zu dem, gegenüber dem allen, was zu mir kommt. Ich versuche mich so aufzustellen in Geben und Dankbarkeit.
Ich stelle mein Kli so auf, dass egal was passiert, das ist das Niveau von Bina. Und egal wo es durchgeht auch, ich möchte dankbar sein für den Schöpfer, das ist es. Alles, was passiert, passiert über meinem Ego. Und ich will nicht mein Ego, dass das da einbezogen wird. Meine Wahrnehmung der Realität, war die Frage, die Einstellung deiner zur Realität ist Dankbarkeit, genau. Ich bin dankbar für alles, was er mir angetan hat. Und dann bin ich froh, bereit, Fortschritt zu erreichen auf der spirituellen Leiter. Ja. Ungarian, Polish, Polnisch. Es scheint, dass Dankbarkeit nur ausgedrückt wird über den Verstand. Kann es nicht ausgedrückt werden in Verstand? Und was bedeutet, als eine Anhaftung mit dem Schöpfer zu erlangen? Raff antwortet, zu versuchen, durch die Gruppe, wie sehr wir unter dem angemessenen Behandeln sind der höheren Kraft. Das ist, wie er die Korrektur mit uns durchführt. Dass alles, was passiert, mit wem immer es passiert ist, wird nur durch den Schöpfer gemacht. Es gibt nichts außer ihm. Und ich möchte, dass alles, diese Angelegenheiten, alle nur auf diese Art und Weise akzeptieren. Ist das klar? Дараф, вот, два отрывчика, которые прочитали, говорится, с одной стороны, In beiden Auszügen, die wir gelesen haben, sagt es, es hängt alles von mir ab, dass ich Verantwortung nehmen muss. Auf der anderen Seite muss ich auch verantwortlich sein für die Zukunft. Also wie kann ich die beiden Sachen verbinden? Also, dass alles von mir abhängt, bis zur Handlung. Vor der Handlung muss ich dem Schöpfer danken. Dankbarkeit die Vergangenheit, die Zukunft. Dankbarkeit ist über allem. Als wenn ich jetzt in dem schlimmsten Zustand möglich wäre, aber ich stelle mir vor, wie ich in dem besten, meist korrigierten Zustand bin. Ich nehme nicht in Betracht meine Fühlung, ich erhebe mich über mein Ego und ich möchte mich beziehen auf den, dass ich außerhalb meines Egos bin, als wenn er korrigiert wäre bereits. Und dadurch bereite ich mich selbst auf die Empfangung meines nächsten Zustands der Korrektur. Das ist etwas Notwendiges, um näher zum Ziel zu kommen. Vielen Dank, Raff. Ist der Unterschied zwischen der Dankbarkeit und den Schöpfer zu erheben? Wir sprechen nur über Dankbarkeit, dass ich dankbar bin für ihn, dass ich das empfange, was er tut. Und diese Einstellung studieren wir nun. Beginne jetzt nicht mit all den verschiedenen Verbindungen zwischen den Qualitäten, den Eigenschaften, diese Unterscheidung und diese, lern das getrennt. Am Ende kommt alles zusammen. Uh,
Как благодарность становится трепетом? Wie wird die Dankbarkeit zum Furcht? Wenn ich nicht sicher bin, dann ist es gut, dass ich ein Niveau habe von Eindruck, Inspiration, dass ich vielleicht nicht fortschreite, dass ich nicht in Dankbarkeit andauernd werde, sondern permanent erneut. Ich möchte, dass ihr nun diese Sachen nicht alle zusammen verknüpft. Dankbarkeit ist das erste Unterscheidung, der erste Zustand, die Basis, von der wir starten können, um uns angemessen auf die Kreation, auf die Schöpfung zu beziehen und auf den Schöpfer. Kapju 3. Guten Morgen, Rab. Wir fühlen die Dankbarkeit in Richtung des Schöpfers in unseren Herzen. Soll unsere Dankbarkeit immer durch die Worte ausgedrückt werden? Nein. Manchmal und gewöhnlich finden wir nicht die Wörter dafür. Es muss nicht diese Art und Weise sein. Tschechoslowakien. Guten Morgen, Graf. To be grateful for everything. Guten Morgen, Graf. Um alles für dankbar zu sein, was ich von den Schöpfer empfange. Was soll ich denn machen, wenn ich den Zustand bekomme, dass ich dankbar sein möchte, aber einfach bin ich nicht in der Lage? Was soll ich denn tun in diesem Fall? Also bete, dass wir alles, was kommt zu uns, das sind alles Korrekturen. Aber die Korrekturen, die wir in der Lage sind zu verstehen als Korrekturen, und es gibt Korrekturen, die kommen in einer so großen Weise, dass wir sie nicht als Korrekturen wahrnehmen können. Das bezieht alle Kriege, Probleme ein, individuell, kollektiv. Das sind alles Korrekturen. Aber sie sind derart, dass wir nicht in der Lage sind, sie zu erleiden. Wir können sie nicht rechtfertigen. Also unser Problem ist, uns zu erheben auf einen Zustand, auf die Dankbarkeit, dass alles, was kommt, sehen wir als eine Korrektur und wir werden dankbar dafür sein. Aber selbst das, was wir nicht in der Lage sind zu akzeptieren auf eine gute Art und Weise, wir immerhin halten einander und sagen, dass alles sind Korrekturen. Und es muss Dankbarkeit sein für jeden einzelnen Zustand. Und dafür werden wir genannt Gerechte, dass wir den Schöpfer gerecht rechtfertigen in jedem Zustand. Und dann werden wir fortschreiten auf diese Art und Weise. Correction de la foi au-dessus de la raison dans notre dizaine vis-à-vis des amis de chaque ami. Was sollen wir verstehen in Bezug auf die Correction des Glaubens in der Arbeit im Zehner? Das ist eine Vorbereitung. Eine Vorbereitung zu empfangen, jeden nächsten Zustand und auf ihn fortzustreiten, voranzugehen. Die Frage von meinem Freund: Ist Dankbarkeit bedeutet, dass unsere persönliche Anstrengung in Richtung Schöpfers? Nein. Dankbarkeit ist nicht Anstrengung. Ist Dank von Freude, Liebe, einer Neigung zum Schöpfer, was immer er mit uns tut. Dankbarkeit ist eine Art Korrektur des Gefäßes, dass ich all die zukünftigen Sachen sehen kann, die zu uns kommen,
dass wir sie empfangen, dass wir Zufriedenheit dem Schöpfer geben können, dass wir verstehen, dass wir sicher sind. Es ist alles für den Nutzen der Schöpfung. Es kommt von der Quelle, dass er Gutes tut und es gibt nichts außer ihm. Was immer passiert, es passiert nur von ihm. Und alles, was von ihm kommt, egal was kommt, wir sind verbunden in Anhaftung an den Schöpfer, nicht weil es dadurch gut sein wird für uns in jedem Zustand, sondern dass wir angehaftet werden an ihn. Vertraue in jedem Zustand. Mark 2. Написано, что можно сделать, выполнить заповеди без всякого абсолютного намерения. Что это значит? Der sagt, dass wir können diese Gebote über der Absicht. Was bedeutet das? Wir müssen versuchen, auszutragen alle das Geben auch ohne eine Intention zu geben. Das innere Zustimmung, das uns, wenn es nicht erscheint, das Licht, das uns korrigiert, hängt davon ab, ob wir separat oder gemeinschaftlich, aber wenn wir dazu noch nicht gekommen sind, dann wir sind immerhin dahin geneigt, already. Moskau 3. Diese Dankbarkeit, die braucht der Schöpfer nicht, aber vielmehr, der bereitet mich vor für die nächste korrekte Handlung, um eine Antwort zu bekommen. Ist es so? Der Schöpfer braucht nicht unsere Korrektur. Wir existieren in ihm in auch die korrekte Art und Weise, aber er möchte uns aufbauen, dass er uns nicht wie das Baby auf den Händen trägt, dass wir erwachsen werden, dass wir in der Lage sind, bewusst die ganze Schöpfung so wahrzunehmen auf die erwachsene Art und Weise. Diese Dankbarkeit, sagen wir, dass ein Gebet ist ohne Dankbarkeit. Es scheint mir, das ist wie eine Anklage, wie Lästerung. Ja, das ist richtig. Das, deine Gedanken sind okay, ja, so wie du denkst. Latin Nummer 5. Guten Tag, Raff, Freunde von Weltkli. Wir haben eine Frage aus dem Zehner. Die Dankbarkeit an den Schöpfer verdankt sich auch dank der Freunde in den Zehner. Hallo, תתקנו את הקשר. אי אפשר ככה. בסדר? No. Ihr solltet die Verbindung irgendwie korrigieren. Etwas ist falsch in der Verbindung. Latin Nummer 1. Esperando. Hola, Raf. Hola, Raf. Hola, Raf. Hallo, Raf. Okay. Ich habe gewartet. Danke, Raf. Diese Dankbarkeit, dieser Zustand der Dankbarkeit, muss jemand das spüren? Okay, in Ordnung, wir hören nichts hier. Das ist sehr eine Störung. Ich denke, das kommt von unserem System. Aber ich denke, der soll sich wieder ausloggen und wieder reinkommen. Okay, sag ihm, da, was können wir tun? Okay, in Ordnung? Okay,
Hallo. Dieser Zustand der Dankbarkeit, erhalten wir auch durch ansteigende Zustände, dass wir uns überwinden auf eine synchronisierte Art und Weise, wenn unser Herz fühlt. Fühlt unser Herz immer mehr Dankbarkeit jedes Mal? Ja, so ist es. Du denkst darüber auf korrekte Weise. Du schreitest voran, so geradlinig und ja für ja. Sehr gut, sehr gut. Wir haben auch Wolga. Bitte, Wolga. Sagen Sie bitte, Raf, wie kann ein Mensch Kräfte von der Gruppe nehmen, wenn ihm alle möglichen Art von Krankheiten gesendet werden, die nicht geheilt werden können? Wo kann die Dankbarkeit dann herkommen? Den Menschen sind all diese Zustände gegeben, dass der sie überwinden kann oder nicht. Das sind so viele Korrekturen diesbezüglich, was mit den Menschen zu tun hat oder mit der Gesellschaft oder mit den allen Geschöpfen oder mit der Madame Harishon. Wir können die alle so Sachen nicht verstehen. Wir sollen einfach voranschreiten, so wie wir in der Lage sind, wie die kleinen Kinder. Erstmal sollen wir verstehen, wie das Kind, was mit ihm alles passiert, und später versteht er mehr und mehr, was um ihn herum passiert, und so wächst der Mensch, entwickelt sich und verbindet sich mit seiner Umgebung und versteht, wie verschiedene Sachen ihn beeinflussen, auf die gute oder schlechte Art und Weise und so weiter. Außer das, was wir studieren, auf die Art und Weise, dass wir versuchen, das auf korrekte Art und Weise zu etablieren, zwischen euch und der Menschheit, auf stufenweise werden wir erkennen, dass wir die Gefäße erlangen, dass wir auf korrekte Art und Weise mit dem gesamten System vom Adam Harishon verbunden werden. Wir werden erkennen, dass die ganze Menschheit darin ist, und wir werden mehr und mehr Gefühle und Verständnis bekommen als Werkzeuge in unseren Händen und werden in der Lage, das alles zu tun. Okay. Weißrussland, bitte. Ich verstehe, dass es besser ist, zu sitzen und nichts zu tun und nur Dankbarkeit auszudrücken. Ist das korrekt? Das ist korrekt, aber du sollst versuchen zu tun, aber beständig immer dankbar zu sein an den Schöpfer, alles, was dir passiert. Egal, was der tut, alles, was passiert, versuche immer die Dankbarkeit zu erbringen. Und das ist nur wichtig. Nur dieser Aspekt wird sich zu der Endkorrektur bringen, weil der Schöpfer hat alles für dich arrangiert. Alle diese Zustände, für die du dankbar sein sollst. Von Zeit zu Zeit sollst es eine Verständnis sein über der Einzelverhüllung oder doppelten Verhüllung, und in all diesen Aspekten sei nur in der Dankbarkeit. Auch in der heutigen Lektion soll auch ein bisschen unwichtig aussehen, aber es ist wirklich sehr wichtig. Wir entwickeln uns und schreiten voran in unserer Lektion durch die Stufe der Wichtigkeit. Wichtigkeit der Unterscheidungen, über die wir so viel gesprochen haben. Aber jetzt können wir das einfach ernsthaft angehen. Bulgarien Nummer 1. Ich wäre etwas präziser noch gerne. Wie ist ein Kabbalist unterschiedlich von einer religiösen Person, der auch für die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft? Unsere Einstellung zum
zu allem, was passiert, ist, dass wir bringen Scham zu niemandem, nur sind ausgerichtet an den Schöpfer. Und wir machen das in der auf praktische Art und Weise, nicht nur in Worten. Und demzufolge, wir nehmen nicht teil an all diesen Kämpfen, politischen Sachen und an der Regierung, und weil wir verstehen, dass alle diese Einflüsse können durch die Verbindung zwischen uns und der Verbindung mit dem Schöpfer sein sollen. Wir sind wie ein Werkzeug und Tool für die Umwandlung von jedem von uns und alle uns in der Gesellschaft in der Korrektur der Welt. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir sind sicher, dass die Verbindung soll nur zwischen uns passieren, dass wir uns verbinden zu einem perfekten System von Adam Harishon, wo wir alle gemeinsam an die ganze Menschheit bringen soll, als ein Mann in einem Herzen. Und dass der Schöpfer enthüllt wird in jedem als Quelle von jedem und jeder dann in der Angleichung der Form verbunden mit der höheren Kraft. Das ist der Unterschied. Wir trennen uns voneinander. Wir sagen, dass wir alle in einem einzelnen System und egal auf welche Religion und Fraktion, wir reden nur über die Verbindung. Nichts wird vermisst in der Welt, nur die Verbindung. Das ist ein großer Unterschied zwischen uns und allen diesen Fraktionen, die existieren in der Welt, weil die alle kommen von dem egoistischen Verlangen und sind ausgerichtet auf die egoistischen Ziele. In unserem Fall, alles, was wichtig für uns ist, dass wir alle verbunden sind zu der einzigen Kraft, höheren Kraft, in einer Angleichung. Und das soll alles offensichtlich sein, weil wir immer darüber reden. Okay, in Ordnung. Queens. 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 Уважаемый Рав, большая просьба Lieber Rav, wir fragen Sie uns zu erklären. Wir kommen aus allen möglichen Ländern. Wir kamen aus anderen, aus verschiedenen Ländern, aus dem Süden von Asien. Bevor wir uns an ihn gewandt haben mit einer Frage, wenn wir wissen würden, dass eine Universitätsarbeiter sich zum Schöpfer bezieht, dann würde er gefeuert werden. Also was können wir darüber sagen? Что тебе до того, что ты там слышал? Я не хочу вас даже поднимать на вопросы, потому что вопросы ваши относятся к прошлому веку. Wieso sagst du dich, was du gehört hast? Und deine Fragen sind verbunden zu den vorherigen oder zu den letzten Jahrhunderten. Wieso ist es wichtig, was du gehört hast? Jetzt hörst du von der Weisheit der Kabbala, dann frag jetzt darüber an und trenne dich von der Vergangenheit einfach. Du bist bereit mit uns für viele Jahre und bist immer noch verbunden zu irgendetwas aus deiner Kindheit und der Religion. Und ich kenne deine Gruppe sehr gut und ich respektiere deine Gruppe und поехали дальше. Und
Aber ihr geht in all diese Zustände, wo ihr irgendwie stecken geblieben seid. Ich kann das nicht akzeptieren. Bulgarien Nummer 1. Danke, lieber Raf. Die Dankbarkeit kommt, wenn wir in dem Herz, mit dem Herz arbeiten, wenn wir Einschränkungen machen und einen Schirm erbauen. Und speziell die richtige Absicht ist das der Ort für die offenbare richtige Dankbarkeit. Ist das richtig so? Ja, das ist die Wahrheit, aber das ist nicht etwas, worüber du reden kannst mit jedem. Die Einschränkung reflektiert das Licht. Wir haben nicht die Realisierung von diesen Sachen mit uns erreicht. Du sagst das auf korrekte Art und Weise, aber jeder versteht das, oder wer das verstehen soll zurzeit. Latin Nummer 3. Wie ist die Dankbarkeit? Das Geben an den Schöpfer? Die Dankbarkeit ist die warme Beziehung zum Schöpfer, weil er die Schöpfung erschaffen hat und uns durch diese Zustände, diese notwendigen Zustände durchgeführt hat. Das ist keine andere Art und Weise, dass wir zu diesem Zustand kommen, dem Zustand, der komplett abgetrennt ist und dann wieder verbunden mit ihm ist. Diese Dankbarkeit, dass der uns in alle diese Zustände bringt, dafür sind wir dankbar an ihm, weil das dieses allgemeine Gesetz, es gibt nichts außer ihm, dass wir das Leben in jedem Moment, Dankbarkeit, dass er das für uns enthüllt, dass er das mit uns tut und dass wir durch ihn in der Lage sind, geben an die ganze Menschheit. Und dafür sind wir zum tiefsten dankbar. Und ohne das würden wir keinen einzelnen Schritt vorantun, weil wir immer in die Anhaftung mit ihm streben. Доброе утро, дорогой Раф и драгоценная мировая Кли. Хочу адресовать вопрос, касающийся. Guten Morgen, lieber Raf und liebes Weltkli. Ich habe eine Frage über die Dankbarkeit. In der Empfindung, wenn der Schöpfer deine Dankbarkeit annimmt, aber der Zehner ist das Zentrum, wodurch du dein Gebet ausrichtest. Aber es gibt eine Frage oder eine Beschwerde, rechtfertigt oder auch nicht, vom Freund im Zehner. Wie sollen wir uns da verhalten gegenüber? Ist es wert, dem Freund deine Empfindung zu erklären oder es einfach akzeptieren und versuchen, die Situation zu korrigieren oder Beziehung mit dem Freund? Was sollen wir da tun? Hinter jedem Freund steckt der Schöpfer und durch diesen Freund spielt er mit dir. Manche Freunde zeigen dir, wie die so viel zum Ziel angezogen sind und andere Freunde sind faul und die tun nicht so viel. Manche wollen mehr studieren, zum Beispiel Tesh. Und weniger arbeiten an der Verbindung zwischen den Freunden. Manche sind mehr geneigt, ein bisschen Spaß zu machen und solche Sachen zu machen. Und das heißt, der Schöpfer versteckt sich hinter jedem Freund und er spielt dieses Theater mit dir. Und diesbezüglich soll sich jeder Freund so beziehen, als würde hinter jedem Freund der Schöpfer stehen. Und an jeden Freund sich so zu beziehen, egal
welche Rolle der jetzt spielt, unter der Leitung des Schöpfers, der durch ihn spielt. Du sollst versuchen, verbunden mit dem Schöpfer zu sein, mit jedem Freund, hinter jedem Schöpfer steckt, dann erreichst du so einen Zustand, wo alle Freunde dir geben verschiedene Einflüsse des Schöpfers und durch bestimmte Neutralisierung der diesen Einfluss erreichen wir innere Form des Schöpfers in jedem Freund. Und dann kommst du zu einem Zustand, dass du die 10 Sephirot spürst. 10 Sephirot der Seele, System der Seele, Form der Seele. Das ist nicht Freund, das sind die Kräfte, durch diese Schöpfer spielt mit uns. Und der positioniert sie auf die Art und Weise, dass er dich durch diese Freunde beeinflusst. Diese Kräfte von den individuellen Seelen, diese 10 Sephirot, durch er dich beeinflusst. Jeder ist wie Malchut und vor ihm stehen die ersten 9 Sephirot, die Freunde, die 9 Sephirot der Seele. Und wenn er entdeckt, dass er dadurch Einfluss vom Schöpfer empfängt und auf diese Weise dann bezieht er sich zu den Freunden, als würde der Schöpfer hinter ihnen stecken, dann empfängt er und sieht er das System von 10 Sephirot vor ihm und dann ändert sich die Einstellung zu der Gruppe, zur Dankbarkeit, wo der ist, dass der Schöpfer das alles eingerichtet hat, alle diese Voraussetzungen fängt er an, wirklich ein spirituelles System aufzubauen vor ihm und dann sein eine Einstellung zum Leben, zu der Schöpfung wird ganz anders sein. Der fängt an zu sehen, dass der Hass eine Gelegenheit hat, seine Seele aufzubauen, seine innere Existenz gegen dem Schöpfer gegenüber. Und dann fängt er an zu arbeiten mit dem Freund zusammen in der gegensätzlichen oder gemeinsamen Arbeit. Und dann wird in dem klaren Kontakt mit dem Schöpfer sein. Dann fängt er an, zusammen mit ihm zu agieren wie ein kompletter Parzuf. Und dann formt er den Schöpfer, jeder persönlich und die alle als Gemeinschaft, als würde der Schöpfer zwischen ihnen stehen und die alle zeigen die Einstellung zu ihm und er zeigt seine Einstellung den Freunden gegenüber und dann haben wir so ein spirituelles Design vor euch. Und ihr habt das erreicht und ihr beginnt dann sich weiter zu entwickeln und das wird jedem einzelnen Zehner enthüllt. In jedem einzelnen Zehner auf eine offene, enthüllte Art und Weise. Durch die Anstrengung werden wir den Zehner auf diese Art und Weise sehen. Tut die Anstrengungen unternehmen und fängt an, auf diese Art und Weise zu arbeiten. Die Menschheit erwartet das, der Schöpfer erwartet das. Er gibt uns all diese Werkzeuge, die wir dafür brauchen. Okay, in Ordnung. Unity 3. In Ordnung. Unity 3. Раф, нужно уточнить, благодарность – это результат моих действий в десятке или это причина моего продвижения в ней? Die Dankbarkeit ist Ergebnis der Handlung im Zehner oder ist es der Grund, Ursache für meinen Fortschritt? Die Dankbarkeit ist die korrekte Art und Weise, wie ich verstehe, dass ich unter der höheren Kraft oder unter dem Einfluss der höheren Kraft, die sorgt sich um mich durch diesen individuellen und kollektiven System und nimmt mich durch all diese notwendigen Formen und die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ich soll dankbar sein,
für die Gnade und Barmherzigkeit, dass er das mit mir macht und durch all diese drei Zeiten bis zu der Unendlichkeit. Das soll, das Ergebnis soll es die Dankbarkeit sein dafür. Und dadurch kommst du durch die Hingabe und Demut und so weiter und so fort. Zafon Nummer zwei. Rav, wie kann ich meine Dankbarkeit richtig zum Schöpfer ausrichten? Wir werden jetzt die Auszüge darüber lesen. Petach Tikva. Also um diese Dankbarkeit zu erreichen, gibt es Raum zu handeln von unserer Seite oder spielt der Schöpfer nur mit uns? Wie viel Raum, Platz gibt es hier für das Spielen von unserer Seite? Darüber werden wir auch lesen. Okay, ich sehe, wir sollen durch die Auszüge jetzt gehen. Und wer ist Petach Tikva 100? Guten Morgen, Rav. Wenn